Präsident, meine Damen und Herren! Die deutsch-französische Aussöhnung ist in der Tat eine Errungenschaft von welthistorischer Bedeutung. Frankreich in zwei Weltkriegen und im deutsch-französischen Krieg sozusagen Erzfeind Deutschlands, das könnte als Modell auch gelten für viele andere Konfliktregionen der Welt heutzutage. Und deswegen begrüßen wir vom Bündnis Sahra Wagenknecht ausdrücklich diese deutsch-französische Aussöhnung. Leider hat es nach den zwei Weltkriegen nicht mit allen Gegnern dieser Weltkriege eine vergleichbare Aussöhnung gegeben. Vielleicht sähe die Welt heute ein wenig anders aus, wenn das der Fall wäre. Ich erinnere mich sehr gut, wie ich als elfjähriger Öscher Jung, als Aachener Junge, mit meinem Fußballverein in Paris war, bei einer Gastfamilie, welche feierliche Überwindung es meine Gastfamilie damals gekostet hat, 30 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg, mich als Deutschen dort aufzunehmen. Später erst habe ich erfahren, das war ein Ergebnis der zivilgesellschaftlichen Dimension der Élysée-Verträge. Heute reden wir über den Nachfolgevertrag, 5 Jahre Aachener Vertrag. Und leider ist es so, dass in zentralen internationalen Auseinandersetzungen, in zentralen internationalen Initiativen diese deutsch-französische Kooperation nicht funktioniert, weder auf europäischer noch auf UN-Ebene. Ich erinnere etwa an die Relativierung der Minsker Abkommen. Das war ja eine deutsch-französische Initiative durch Hollande und durch Merkel. Ich erinnere etwa an die Nichtübereinstimmung bei der Forderung nach einem Waffenstillstand in Gaza und so weiter und so fort. Wir brauchen mehr konkrete deutsch-französische Initiativen auf der internationalen Bühne. Insofern gebe ich Herrn Laschet auch recht, als nur Sonntagsreden. Und dann geht es weiter wie bisher. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Hunko. Nächster Redner ist der Kollege Christian Petri, SPD-Fraktion.